Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für mich hat dieses Thema auch die Dimension deutsche Einheit am Vorabend des 25. Geburtstages. In den 90ern, Sie werden sich vielleicht erinnern, gab es eine Fernsehserie, die hieß Ein Bayer auf Rügen. Jetzt spricht eine Rüganerin über Bayern. Allerdings die Alpen betreffend, und das ist ja nicht nur deutschlandweit, sondern wie wir gerade von Herrn Dr. Schabedot gehört haben, viele Länder betreffend. Und deshalb ist es eine spannende Aufgabe. Nun kenne ich mich ehrlicherweise gesagt in den Alpen nicht so gut aus. Ich habe noch nicht so oft Gelegenheit gehabt, dort Urlaub zu machen oder mich vielleicht auch noch tiefer dort zu informieren. Allerdings habe ich beim Studium der Unterlagen der beiden Anträge, aber auch über die Konvention an sich, erfahren, dass die Problematiken, die wir Rüganer oder Küstenländer haben, vergleichbar sind. Überall dort, wo man eben sehr viel Tourismus hat, wo das die gravierende Wirtschaftskraft ist, sind ähnliche Probleme da. Man muss eben mit den Herausforderungen der weltweiten Klimaerwärmung umgehen, muss Strategien entwickeln, wie man damit umgeht. Bei uns ist es die ansteigende Meeresoberfläche, die uns Probleme bereitet. Hier ist es das Heraufragen der Permanentfrostbodenfläche. Also es geht immer weiter gen Gipfel der Alpen. Inzwischen schon 150 bis 200 Meter geringer ist also die Fläche, die über ausreichend Schnee lange genug verfügt. Und das stellt viele vor herausragende Herausforderungen. Und man muss es sagen, das hat ja auch noch weitere Folgen. Nämlich durch das Abschmelzen werden auch die Berge brüchiger. Man muss auch damit herum mit Schlammlawinen rechnen, mit herunterfallenden Teilen der Alpen. Und all das macht das Leben dort nicht leichter. Deshalb suchen wir gemeinsam nach Strategien, wie man aus dieser Situation herauskommt. Da haben wir schon das eine Thema, was wir auch kennen, das ist die Saisonverlängerung. Dass man eben nicht nur auf die Wintersaison setzt, sondern eben auch auf die Sommersaison. Bei uns ist das immer genau umgedreht. Dass man dort eben mit vielfältigen Angeboten darauf reagiert und eben Wandermöglichkeiten und andere Freizeitmöglichkeiten den Gästen offeriert, eben nicht nur das Skifahren. Weitere Möglichkeiten sind, dass man mit verkehrlichen Angeboten reagiert, dass man eben tatsächlich Alternativen entwickelt. Ich sage mal nur das Thema Elektrofahrzeuge. Eine ganz wichtige Sache, und das würde ich eigentlich sogar immer an den ersten Punkt der Liste stellen, ist, dass man die Menschen mitnimmt, dass man schon von klein auf an auch den Menschen darlegt, was das Besondere in der Region ist, wie wichtig und wie erhaltenswert es ist. Und natürlich auch die Dinge, die vorhanden sind, miteinander verknüpft. Also Alpen, Landwirtschaft, wissen wir auch, gesunder Raum für Tier und Fauna und Flora, Tier- und Pflanzenwelt. Und damit kann man auch eine ganze Menge an Angeboten zusätzlich entwickeln. Eins aber sage ich ganz bewusst, dass Berieseln der Hänge mit Schneekanonen ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Er bringt vielleicht kurzfristig Erfolg, aber auf lange Sicht ist das nicht die Lösung für die Situation in den Alpen. Das muss man ganz deutlich sagen. Ich habe gerade auf einer Webseite ein neues Skigebiet betreffend zwischen Bayerisch Zell und Brandenburg. Frau Ludwig wird bestimmt was dazu sagen. Gelesen, dass in einem Winter dort 430.000 Kilowatt Strom benötigt werden, um dieses Skigebiet tatsächlich mit Schnee zu versorgen. Markus, ist das deins? Auf jeden Fall wird da ein CO2-Verbrauch von 79.120 Kilogramm angegeben. Und, jetzt hören Sie mal genau hin, das verglichen mit dem Verbrauch eines Diesel-Pkw. Also
wir wollen mal ehrlich sein, so richtig glauben wir dem allen nicht. Und deshalb sage ich, andere Strategien, die ich vorher nannte, die eben soziokulturelle, verkehrliche und Alternativen umfasst, sind deutlich der bessere Weg, um aus dieser Situation herauszukommen. Nun wünsche ich dem deutschen Vorsitz wirklich gute Ergebnisse. Wir werden ja bei der 24. Alpenkonferenz da ein Handbuch vorgelegt bekommen. Nee, das ist die 14. Alpenkonferenz vom 11. bis zum 16. Oktober. Dort soll es dann ein Handbuch geben, 10 Jahre ökologische Konnektivität in den Alpen. Und da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse, die uns dort auch die Raumordner beispielsweise vorlegen, weil ich bin mir sicher, das, was wir dort erfahren, wird nicht nur für die Alpen von Modellvorhaben sein, sondern auch für uns. Und für die Kollegen nochmal der Großen Koalition eine Bitte. Sie haben einen Antrag vorbereitet, der viel enthält. Vielleicht gelingt es Ihnen auch, dass die 500.000 Euro, die wir für die Leistungssteigerung im Tourismus verlieren, wieder einsetzen für beispielsweise innovative Vorhaben für die Alpenregion. Ich würde mich darüber sehr freuen, auch als Rüganerin. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat Daniela Ludwig, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.